Jetzt scheint ja fast alles wieder richtig zu sein. Es geht heute um die WM-Qualifikation. Es geht endlich wieder los. Außerdem natürlich auch die Formel 1. Sie wird zum Verkauf stehen. Außerdem noch ein paar Transfermeldungen und die Leichtathletik ist heute auch im Programm. Und mit einem Schlag könntet ihr bald gar nichts mehr hier sehen, denn es ist geradewegs so dunkel, dass ich eventuellerweise bald das Licht einschalten muss, obwohl wir es gleich 11:30 haben, wo ich das hier aufzeichne. Herzlich willkommen zu Update Sport an diesem heutigen 4. September. Mir ist vorhin ein Fehler unterlaufen. Ob das Ganze als 2. September angesehen, ist natürlich kompletter Humbug. Wir haben heute den 4. September. Oder schaut es am 5., am 6., am 7., am 8., am 9. oder am 10. und am 11. und wundert euch, warum es keine Videos gibt. Denn es ist die letzte Update-Ausgabe vor der Herbstpause, die komplette nächste Woche. Also morgen gibt es noch Let's Play Pokémon. Sonst ab Dienstag dann gibt es keine Videos. Das sei noch mal so gesagt, dass aber mehr dazu dann später im Verlauf dieser heutigen Ausgabe. Wir beginnen aber als erstes mit der Leichtathletik und zwar nämlich nicht mit einem Wettbewerb. Jetzt seht ihr, jetzt wird's heller, jetzt wird's heller, jetzt wird's heller. Ja, jetzt muss ich das wieder hier regeln. Nein, es geht heute um einen Wettbewerb, der heißt nämlich ISTAF und da ging auch eine Ära heute zu Ende. Ja, und zwar nämlich von Christina Obergföll, die 35-jährige Speerwurf-Weltmeisterin hat unter anderem beim ISTAF oder ISTAF in Berlin einer Leichtathletik-Meisterschaft oder ja, es ist nicht so eine richtige Meisterschaft, aber man kann dort auch gewinnen, nämlich ihre Karriere beendet mit einem Sieg mit einer Weite von 64,28 Metern. Ist es nämlich, hat sie ihren letzten Wettkampf ihrer Karriere nur knapp unter ihrer Saisonbestwertweite, nämlich es sind 64,96, also fast 65 Metern, gewonnen. Die Olympiazweite von London 2012, die auch bei den Sommerspielen mit 62,92 als Achte noch die beste Deutsche war, wies Catherine Mitchell aus Australien und Addis Hamdalidóttir aus Island auf die Plätze 2 und 3. Die Olympiasiegerin von Rio de Janeiro, Sara Kolak aus Kroatien, wurde nur Vierte, ne? Also wenigstens dann zu Hause kann man noch am schönsten gewinnen, so kann man das sagen. Vor ihrem letzten Wurf kamen Obergföll auch die Tränen, ist ja natürlich klar. Trotzdem schaffte sie noch einmal auf 62,94 Meter, ehe sie sich von den Zuschauern dann richtig gefeiert wurde und sich dann auch von denen verabschiedet hat. Auch alle Kontrahenten nahmen sie herzlich in den Arm, bevor Obergföll nach 12 Jahren aus dem Leistungssport sich zurückziehen wird und noch einmal auch eine Ehrenrunde gegangen ist. Bei den Männern holte Johannes Vetter den Sieg. Er hat quasi dem Olympiasieger Thomas Röhler die Show gestohlen, der Olympiavierte. Von der LG Offenburg gewann die hochkarätige Konkurrenz mit der persönlichen Bestleistung von 89,57 Metern. Zweiter bei den Leichtathletik-Klassikern im Olympiastadion wurde der Olympia-Neunte Julian Weber, der zum Saisonschluss auf 88,29 Meter kam. Soweit warf er noch nie, hat er selbst gesagt. Auf Rang 3 landete der Mannheimer Andreas Hofmann mit 85,2 4 Metern. Beim Kugelstoßen hat sich Weltmeister David Stoll nicht geradewegs durchgesetzt, aber seine Schwächephase ist dort weiterhin, sagen wir mal, präsent. Nach der Olympia-Enttäuschung in Rio de Janeiro landete er auch hier beim ISTAF oder beim ISTAF nur auf dem 7. Platz. Der Leipziger kam nicht über 20,15 Meter hinaus. Überraschungssieger wurde aber Frank Ebenla aus der Volksrepublik Kongo mit 20,67 Metern. Jetzt kommt mich aber auch langsam hier das Licht an. Also ich werde gleich mal das Licht einschalten. Das ist doch unmöglich, so mittags so hässliches Licht zu haben. Naja, wenn wir gleich das Licht einschalten, wird aber gleich auch noch Beschwerden kommen, das bin ich mir sicher. Die US-Stoßer um Olympiasieger Ryan Crozier und Weltmeister Joe Kovacs fehlten bei dem 75. internationalen Stadionfest der Leichtathleten allerdings. Naja, wahrscheinlich sich noch vom Feiern erholen, wer weiß, ne? Aber man muss natürlich auch so sehen, hier ging auch eine Ära zu Ende. Die Ära von Christina Obergföll, wenn wir uns alle an London 2012 erinnern, die Silbermedaille, ist ja ihre gewesen und das ist natürlich auch schön zu sehen, muss man auch mal so sagen. Ja.
Kommen wir dann nun zur Formel 1. Während schön im in Monza im Kreis gefahren wird und Lewis Hamilton mal wieder von der Pole Position startet und wahrscheinlich auch heute gewinnen wird, ein Artikel wird es auf unserer Webseite geben, spielt sich hinter den Kulissen der Formel 1 eine Menge ab. Ja, da hat nämlich die Automotor und Sport nämlich berichtet, dass der ganze Bums, die ganze Formel 1, zum Verkauf steht. Ja, sie steht vor dem Verkauf, sogar vor einem Abschluss. Das hat Bernie Ecclestone selbst auch bestätigt. Und zwar wird das Medienunternehmen Liberty Media, also unter anderem sind die auch an den Kabelnetzbetreiber Unity Media beteiligt, die man hier in Deutschland kennt. Die Firma kommt aus Amerika. Die hat oder wird am Dienstag nämlich die erste Rate von 8,5 Milliarden Dollar, ich habe es hier als Kosten geschrieben, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, die erste Rate von dem 8, es kostet insgesamt 8,5 Milliarden Dollar, aber es werden unter anderem, das kann man auch schon sagen, die erste Rate wahrscheinlich überwiesen. Zum Verkauf steht demnach nicht nur die Anteile des Hauptaktionärs CVC Capitals, wo Ecclestone 35,1% davon hält, sondern die Formel 1 daran hält. Ecclestone selbst ist mit 5,3% an der Formel 1 beteiligt und wie es im Falle eines Verkaufs für den 85-jährigen Briten weitergehen wird, ist nicht bekannt. Er könnte mit 85 Jahren endlich mal sagen, okay, ich höre auf, wäre auch mal langsam an der Zeit, denn viele haben auch keinen Bock mehr auf Ecclestone wahrscheinlich und viele sehen auch ihn irgendwie, dass die Reformen auch nicht so geradewegs durchgehen bei der Formel 1, denn man weiß ja unter anderem viele Rennstall-Mitfahrer, so kann man das sagen, ich sage das jetzt mal so, stehen ja immer wieder vor der Pleite. Es ist ja schon auch überlegt worden, dass aus einem Team drei Fahrer fahren sollen, was ich auch eigentlich für eine Schwachsinnsidee halte. Und man wird natürlich sehen, mal gucken, wie das Ganze natürlich dabei laufen wird. Schon seit 4 Jahrzehnten ist der Brite nämlich dabei, als er die TV- und Vermarktungsrechte gekauft hat. Beim Verkauf der Formel 1 vor gut 10 Jahren an CVC hatte das Investmentunternehmen Ecclestone als Geschäftsführer im Amt gelassen. Noch immer ist Ecclestone auch der Entscheider, wenn es auch um den Verbleib von Rennstrecken im Kalender geht. Und da ist dann natürlich auch Ecclestone auch immer wieder dabei. Also wenn der neue Anteilseigner, also beziehungsweise Mehrheitseigner, wie hier schon gesehen, die Liberty Media aus Amerika, dann vielleicht sagt, okay, in Deutschland ist es dann auch vielleicht besser, denn nächstes Jahr gibt es kein Formel-1-Rennen in Deutschland. Ja, erst in 2 Jahren wieder. Also das ist schon auch ein bisschen bitter, was man eigentlich so sagen muss. Deswegen wäre das auch eine gute Möglichkeit. Ecclestone will halt einfach nur ein bisschen mehr Geld, was ich, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen unverschämt finde. Denn wie schon gesagt, Geld alleine regiert immer noch die Welt, aber Geld allein macht auch nicht glücklich, Mr. Ecclestone. Und mit ihren 85 Linsen können sie eigentlich schon, sagen wir mal, schon lange in die Rente gehen. Das muss auch nicht sein. Über einen Verkauf der Formel 1 wurde schon häufiger spekuliert und auch schon sehr lange spekuliert. Es gab wirklich viele, viele, viele Käufer. Passiert ist selten was und mit Liberty Media scheint es auch nun ernst zu sein. Und wie schon gesagt, der Besitzer von Liberty Media, wo ja auch unter anderem, wie ich ja schon gesagt habe, das deutsche Kabelunternehmen Unity Media mit dabei ist, gehört John Malone, ein Multimilliardär. Also er hat anscheinend mehr Kohle als Donald Trump. Hoffentlich nicht der Freund Donald Trumps. Also mir geht das langsam jetzt hier wirklich mit dem Licht ein bisschen auf den Sack. Ne? Letzte Sendung vor der Herbstpause und es ist draußen richtig dunkel. Ja, Softboxen kommen demnächst. Bla, bla, bla. Ja. Und wie schon gesagt, der 75-Jährige hat Liberty Media vor 25 Jahren gegründet. Und das ist natürlich auch eine große Geschichte, muss man so sagen. Und mal schauen, wie das Ganze ablaufen wird. Bei der Formel 1 so in Monza natürlich, wie schon gesagt, Lewis Hamilton auf der Pole Position, gefolgt von Nico Rosberg, denke ich mal. Ich habe es jetzt gestern nicht mitverfolgt. Ganz einfach, es wird langweilig. Und ja, da kommen die Diskussionen dann mit Michael Schumacher auf, bla 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 und alles. Das ganze Gezedere geht ja immer wieder von vorne los. So, bevor wir aber zu den News der Woche kommen, werde ich jetzt erstmal das Licht hier einschalten. Es reicht mir nämlich langsam. Deswegen nicht wundern, wenn ich aus dem Bild gehe, kurz mal das Licht hier einschalte. Wird, glaube ich, nicht viel bringen. Denn das Licht muss erstmal warm werden. Ja, ist so eine Art Energiesparlampe. Also werdet ihr gleich den Unterschied erkennen.
Deswegen nicht wundern, ich habe jetzt auch das Mikrofon nicht abgetrennt, also hören tut ihr mich noch. Und wir kommen gleich zum Fußball. Ja, die Bundesliga macht ja Pause, ne? Länderspielpause diese Woche oder dieses Wochenende. Und es wird ja natürlich jetzt so sein, dass ja auch die WM-Qualifikation wieder losgeht. Wir erklären euch, wie die WM-Qualifikation diesmal funktioniert, gegen wen unser Weltmeister ran muss, der Weltmeister nämlich Deutschland. Und eine neueste Meldung auch aus der. Entschuldigung. So, ich habe noch immer mein Frühstück drin, obwohl wir es schon 11:30 haben. Naja, und was wollte ich sagen? Genau, und wir berichten natürlich auch darüber, was sich in der Nationalmannschaft getan haben. Ja, guck, man geht doch hier zu einigermaßen, ne? Also ich könnte noch ein anderes Licht einschalten, aber ob das was bringt, keine Ahnung. Naja, wir kommen aber jetzt erstmal zu einer ganz besonderen Ausgabe der News der Woche, denn am Mittwoch ist das Transferfenster ausgelaufen und deswegen gibt es jetzt so eine Art Spezialausgabe der News der Woche, deswegen auch keine Einblendungen oder derweil irgendwas anderes. Denn es sind die News der Woche mit Transfermeldungen. Ja, und zwar nicht beginnen wir mit der ersten, die jetzt schon auch etwas länger schon bekannt ist, nämlich Shkodran Mustafi. Er wechselt vom FC Valencia zu Arsenal London. Der deutsche Weltmeister, der jetzt kriegt jetzt nun Gesellschaft mit seinen Kollegen Per Mertesacker und Mesut Özil. Die Ablösesumme vom Nationalspieler beträgt 41 Millionen Euro und er wird dort bei den Londonern bis 2021 spielen, sprich bekommt einen 5-Jahres-Vertrag. Ist in dem Übrigen auch nur drei Meldungen, das kann ich schon mal sagen. Ja, guck mal, jetzt wird es wenigstens im Hintergrund etwas heller. Dann geht es zur nächsten Meldung und zwar nämlich Kyriakos Papadopoulos, der Ex-Schalker, der jetzt bei Leverkusen spielt, wird ausgeliehen und zwar nämlich vom RB Leipzig. Das hat Leverkusen in dieser Woche bestätigt, am Mittwoch, nämlich genau am Deadline Day. Der Medizincheck wurde erfolgreich absolviert. Es ist der vierte Neuzugang für die Roten Bullen in diesem Sommer. Papadopoulos hatte schon während seiner Zeit beim FC Schalke 04 mit dem jetzigen Sportdirektor des RB Leipzig, nämlich Ralf Rangnick, zu tun gehabt. Damals war er auch Trainer bei den Königsblauen. Und dann kommen wir direkt zu den Königsblauen, also gute Überleitung. Und kommen dann zu Jevhen Konoplyanka, der Ukrainer, ist auf Leihbasis bei den Königsblauen angekommen. Der 26-Jährige kommt vom Europa League-Sieger FC Sevilla und bleibt und ja, kommt als auf Leihbasis zu den Königsblauen. Er wird die Nummer 11 tragen und der FC Sevilla spielt ja aktuell in der Champions League. Ich glaube, die Ukraine muss ja auch morgen ran und die hat sich Königsblau am 24 Stunden vor Transferschluss geholt. Ja, das sind dann auch unter anderem nur kurze News gewesen, mehr auch nicht, denn ich habe bemerkt, dass ich auch wieder zu wenig Sportnews geschrieben habe. Natürlich habe ich zu wenig Sportnews geschrieben, denn ich bin ja quasi im Urlaub, aber was soll's. Für weitere News natürlich rund um den Sport gibt es auf www.derchotv.de. Dort gibt es unter anderem auch eine News und zwar nämlich zum Thema E-Sports. Wo soll der E-Sports besser angepasst werden? Entweder zu Update Sport oder zu Update Medien, weil es sind ja unter anderem, also der E-Sports ist ja quasi elektronischer Sport, sprich Spiele mit Wettbewerbsbedingungen, ne? Also so Meisterschaften halt. Es gibt eine Umfrage auf unserer Webseite, schaut einfach mal rein und stimmt einfach mal ab. Außerdem natürlich der deutsche Pay-TV-Sender Sky, das zählt aber auch zu den Medien-News, zeigt zwei WM-Qualifikationsspiele. Das ist einmal, glaube ich, ja, schaut es euch selbst an, ich habe es nämlich nicht im Kopf. Außerdem natürlich einige Transfermeldungen und wir haben auch den App-Check mit dabei, da wo nämlich die DFB-App, also die offizielle App des DFB-Pokals präsentiert wird. Außerdem natürlich die Frauenfußball-Bundesliga zieht zu Sport 1. Und hier habe ich die Umfrage auch nochmal. Müsst ihr einfach im Sportbereich mal gucken. So, das heißt, Umfrage gehört E-Sports zu Games oder zum Sport. Und natürlich könnt ihr abstimmen. Das Ganze natürlich, wie schon gesagt, kann auch bald hier stattfinden bei Update Sport. Sprich, dass es bald auch hier E-Sports-Themen gibt, damit wir mal auch ein bisschen mehr Abwechslung haben, nicht nur immer Fußball. Und dazu kommen wir jetzt auch zum Fußball, denn jetzt ist natürlich klar, es geht wieder los. Die WM-Qualifikation steht auch wieder an. Und ja, so langsam ist natürlich auch klar, am Mittwoch gab es nämlich das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger. Es war sehr emotional natürlich und es war auch sehr, sehr rührend von Bastian Schweinsteiger. Tränen sind geflossen. Ist natürlich klar, das Spiel habe ich mir leider aus anderen Gründen nicht angeguckt, aber es gab unter anderem. Das muss man so sagen, natürlich auch eine wichtige Personalie, die sich gestellt werden musste. Wer wird Nachfolger von Bastian Schweinsteiger im
also als DFB-Kapitän. Und die Frage bzw. die Antwort, die kam vom SID schon am Mittwoch raus, aber offiziell wurde das Ganze erst am Donnerstag. Manuel Neuer ist neuer DFB-Kapitän und wird somit heute Abend offiziell als fester, als erster Kapitän des DFB, nämlich die Binde tragen, die Kapitänsbinde für die deutsche Nationalmannschaft. Heute Abend geht es auch nämlich los für das Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft in Russland in 2 Jahren. Dazu kommen wir auch noch gleich. Und es ist natürlich für Manuel Neuer eine Ehre, natürlich die Binde zu tragen. Das ist natürlich auch klar. Er ist somit ja dann natürlich der Nächste nach Schweinsteiger. Und der Schweinsteiger hat es ja von Philipp Lahm übernommen, der 2 Jahre lang natürlich DFB-Kapitän war, bis zu dem WM-Sieg, wo er dann seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Bislang hat Manuel Neuer für die Nationalmannschaft 71 Spiele absolviert und man muss eigentlich auch wirklich sagen, und das sage ich als Schalker definitiv, es ist schon etwas scha es ist gut so, dass auch Manuel Neuer zu den Bayern gegangen wäre, denn wer weiß, wie es abgelaufen wäre, wenn Neuer nicht zu den Bayern gegangen wäre, ob er überhaupt jetzt, sagen wir mal, in dieser Position heute wäre, wenn er nicht nach München gegangen wäre. Ist schon einerseits natürlich klar, für viele Schalker heißt das, ist er natürlich ein Judas, ein Verräter, aber man muss auch so sehen, geradewegs bei Manuel Neuer haben wir gesehen, er hat sich großartig weiterentwickelt. Er ist jetzt DFB-Kapitän und man kann auch schon so sagen, er steht ja auch noch zum FC Schalke. Das sagen ja auch viele, die ja aus der Jugend von dort kommen, auch Julian Draxler so, aber man muss auch natürlich schon sehen, viele spielen halt bis zu ihrem Karriereende beim Verein, werden dann auch da irgendwie irgendwo in der Geschäftsstelle aktiv, ist natürlich auch klar. Aber dieses Fass will ich jetzt auch nicht aufmachen. Es ist eine große Ehre natürlich auch, da sollten sich die Schalker auch ein bisschen darüber freuen, auch wenn er jetzt, sagen wir mal, auch ein Münchner ist und sich dann auch, glaube ich, wie ein Münchner fühlt. Das muss man auch natürlich erstmal so sehen. Manuel Neuer sagte natürlich auch was dazu. Er freute sich selbstverständlich. Für mich ist es eine große Ehre. Es macht mich stolz. Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir der Bundestrainer mit der Ernennung schenkt. Die entscheidenden Dinge werden ohnehin im Mannschaftsrat besprochen und gemeinsam beschlossen. Bundestrainer Löw sagte dazu: Für mich ist Manuel Neuer der logische Nachfolger von Bastian Schweinsteiger. Er bringt alles mit, was ich von einem Spielführer wünsche. Und man muss natürlich auch wissen, Deutschland braucht eigentlich nicht so richtig einen Spielführer, denn wir wissen, es stehen 11 Menschen, 11 Menschen auf dem Platz. Und sagen wir es mal auch mal so, ja, guck mal, jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt muss ich hier auch die Empfindlichkeit etwas runterstellen. Nee, man muss natürlich auch sagen, es ist halt eine große Ehre und ich bin jetzt rausgekommen. Dankeschön, liebe Sonne, dass du jetzt rauskommst. Nee, ich wollte natürlich sagen, es ist natürlich so gesehen klar, ne, es stehen 11 Menschen auf dem Platz und die sind eigentlich alle so ein bisschen Kapitän, denn wir sind ja auch durch diesen Mannschaftsgeist ja auch Weltmeister geworden. Und das ist natürlich auch ein Grund zu sagen, super, dass es auch wenigstens so geklappt hat. Und damit nochmal zu sagen, denn auch Jerome Boateng wollte auch oder hat sich auch ins Gespräch gebracht um die Kapitänsbinde, aber ist natürlich dann nicht dazu gekommen. Aber es gab auch im Mannschaftsrat einige Änderungen. So sind jetzt nur neben Neuer auch Mats Hummels, Sami Khedira, Thomas Müller und Toni Kroos dabei. Also fast, man muss sagen, fast nur Bayern-Spieler. Also außer Sami Khedira, ich glaube, der hat nicht bei Bayern gespielt. Korrigiert mich bitte, wenn ich es falsch sehe. Sonst natürlich Kroos, jetzt Madrid, vorher Bayern und Mats Hummels, ja, jetzt Dortmund, jetzt Bayern, vorher Dortmund. Also ist auch etwas ganz Besonderes. Trotzdem Glückwunsch an Manuel Neuer für diese Ernennung zum DFB-Kapitän. Ja, ist auch wahrscheinlich eine große Ehre, natürlich diese Binde zu tragen. Und wir kommen jetzt zur WM-Qualifikation, denn es ist soweit. Ja, der Titelverteidiger Deutschland, nämlich Weltmeister darf man sich immer noch nennen, trotz des EM-Halbfinal aus gegen Frankreich, es steht heute nun an, die WM-Qualifikation geht los. Für die, die natürlich das im Fernsehen verfolgen wollen, sollen heute Abend am Sonntag, an diesem 4. September, RTL einschalten. Ja, viele wollen RTL nicht gucken. Ja, dann tut es euch nicht an. Das Ergebnis gibt es dann am Abend auf derchotv.de nochmal, auf Facebook, auf Twitter, natürlich auf unserer Webseite. Ich möchte noch natürlich sagen, dass das sich etwas verzögern kann, weil heute auch noch Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern sind. Da konzentrieren wir uns auch drauf. Außerdem natürlich, wie schon gesagt, gibt es auch
Nee, gut, ich habe schon gedacht, da ist jemand. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es vergessen. Ja, die WM-Qualifikation. Sie geht heute los und natürlich ist klar, wann es stattfindet. Wo es stattfindet, ist auch klar. In Russland. Auch trotz des Korruptionsskandals, bla 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 und schieß mich tot. Da ist natürlich in dieser Woche auch wieder viel gefallen zur WM 2006, muss man auch nochmal so sagen. Und ja, da gab es auch natürlich viel mehr. Und die deutsche Nationalmannschaft startet in Gruppe C natürlich in die Qualifikation. Dort gibt es unter anderem natürlich die Gegner Tschechien, Norwegen und Nordirland. Und man muss ja natürlich auch sagen, dass Deutschland dort der haushohe Favorit ist. Gegner dieser WM-Qualifikation. Allerdings dürfen diese Teams nicht verhindern können, sich die Mannschaft von Löw ja auch durchsetzen wird. Und auch Gruppensieger wird San Marino und Aserbaidschan haben derweil keine Chance, sich zu qualifizieren. Die sind nämlich auch dabei, Aserbaidschan und San Marino. Und der Weltmeister wird es natürlich hinbekommen wollen, selbstverständlich sich qualifizieren zu können. Europa stellt insgesamt für also die UEFA, sagen wir es mal so, weil ja natürlich die Qualifikation ja nicht zeitgleich auf der ganzen Welt stattfindet, sondern jetzt an diesem Wochenende startet Europa in die Qualifikation. Denn erst, es ging nämlich schon vor, ich glaube, 1 oder 2 Jahren ja schon los, kurz nach der WM ging ja schon die Qualifikation beispielsweise in Amerika los, also Nord- und Südamerika unter anderem, aber auch natürlich in anderen Teilen der Erde. Und Europa startet erst heute in die richtige Qualifikation. Ist natürlich klar, die wird ein Jahr andauern und man muss auch verstehen, Deutschland hat eine Doppelbelastung, so auch Portugal. Denn Portugal ist amtierender Europameister, Deutschland ist amtierender Weltmeister und die beiden werden natürlich beim Confed Cup nächstes Jahr dabei sein. Sprich, natürlich klar ist, die ersten Spiele werden natürlich auch zum Sieg führen und das wird auch natürlich so sein. Allerdings natürlich auch stemmt Europa, besser gesagt auch die UEFA, 14 Teams. 14 Teilnehmer, inklusive natürlich dem Gastgeber Russland, natürlich die meisten der 32 Endrundenteams. Afrika hat 5 Starter, Südamerika und Asien 4 und Nord- und Mittelamerika jeweils 3 WM-Plätze. Die zwei letzten Teilnehmer werden in den Playoffs zwischen den Teams aus Südamerika und Ozeanien bzw. Nord- und Mittelamerika sowie Asien ermittelt. Also in Europa wird es natürlich etwas einfacher sein. In 9 Sechsergruppen spielt jedes Team in Heim- und Auswärtsspiel. Heute für findet damit das erste Auswärtsspiel nach der EM statt für die deutsche Nationalmannschaft. Und entscheidend für die Platzierung in den Gruppen ist zunächst die Anzahl der Gesamtpunkte aus allen Spielen. Der direkte Vergleich zwischen zwei oder mehreren Teams wird erst herangezogen, wenn sie genau dieselben Punkte und dieselben Tore haben. Ja, so wird das dann natürlich ablaufen. Die 8 besten Gruppenzweiten werden dann im November in einem Jahr, also sprich im November 2017, dann in den Playoffs um 4 weitere Startplätze spielen. Durch die Aufnahme von Gibraltar und des Kosovo in die UEFA, so aber auch in die FIFA, werden also so viele Länder wie nie zuvor in einer europäischen Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft teilnehmen. Der schwächste Zweitplatzierte scheidet im Übrigen aus, also sprich trotzdem sind Platz 3 und Platz 4. Oder wie viele waren das jetzt? Ja, egal. Platz 3 bis 6 sind so scheiße schlecht, ne? Und Platz 2 trotzdem, ja, dann ist Pech gehabt. Also das bedeutet auch nur, der Erstplatzierte schafft es nur direkt qualifiziert zu sein. Für Deutschland bei der Gruppe Tschechien, Nordirland, Aserbaidschan, San Marino, Norwegen. Das ist doch nichts, oder? Ja. Die WM wird im Übrigen vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 in Russland stattfinden. Da müssen wir eigentlich auch nicht viel sagen. Und ja, es werden auch viele bekannte Gesichter auch wieder zu finden sein, wie beispielsweise in Rumänien. Christoph Daum ist dort nämlich Trainer der rumänischen Mannschaft und er will an den früheren Offensivfußball des Nationalteams anknüpfen. Der 62-Jährige sagte vor dem Spiel gegen Montenegro: "Immer anzugreifen, ob mit oder ohne Ball, war eine rumänische Tugend." Rumänien ja war bei der WM ja mit nur einem Punkt und 2 Toren durch Elfmeter bereits ja in der Vorrunde ausgeschieden, muss man auch so sagen. Und bei der Qualifikation in der Gruppe E trifft Rumänien auf Dänemark, Armenien, Polen und Kasachstan. Und das letzte Mal, dass Rumänien bei einer WM war, ist schon, ja, man kann sagen, wenn sie sich qualifizieren, 20 Jahre her.
So einfach ist das. Ja, das ist es. Heute Abend dann um 20 Uhr zu sehen bei RTL die WM-Qualifikation. Ich glaube, viele würden natürlich sagen, naja, muss nicht sein, RTL. Aber wie schon gesagt, RTL hat die TV-Rechte, nicht ARD und ZDF. Und mal schauen, was dann natürlich da auch noch passieren mag. Moderiert wird das Ganze von Florian König, ist klar. Experte wird Jens Lehmann sein. Und der Kommentator wird Marco Hagemann sein. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser heutigen Ausgabe und somit beginnt mit dem Ende dieser Ausgabe auch die Herbstpause von der Echo TV. Morgen gibt es noch ein Video und zwar nämlich Let's Play Pokémon Feuerrote Edition. Das wird die 49. Folge sein. Folge 50 kommt dementsprechend morgen in einer Woche am 12. September. Und von dem Tag an wird es keine Videos für diese ganze Woche geben. Selbst nicht am 11. September, heute in einer Woche, denn da ist der 15. Jahrestag des Terrorangriffs von New York und Washington, 9/11. 15 Jahre ist das schon her. Es wird einen ausführlichen Artikel mit Videos geben. Also wir werden so ein bisschen so eine Art Thementag machen. Danach, ab dem 12. September, wird es wieder wie regulär Videos geben. Es wird am 12. halt am Montag wie immer Let's Play Pokémon geben. Die geplante Gameboy-Time-Ausgabe für den kommenden Dienstag wird auf eine Woche verschoben. Ursprünglich war ja geplant die Herbstpause vom 8., also sprich natürlich vom 8. September bis zum 13. zu machen. Ich habe sie aber vorgezogen, weil ich mir gesagt habe, du willst deine Ruhe haben nach 8 Wochen durcharbeiten hier mit der Echo TV und dann noch mit deinem anderen Job und so weiter. Das muss natürlich nicht sein. Außerdem, wie schon gesagt, wird es auch nicht so viele News geben wie sonst immer. Mindestens 2 bis 3 News wird es pro Tag geben. Dafür setze ich mich ein. Sonst natürlich klar, es wird an bestimmten Anlässen, wie schon gesagt, jetzt am nächsten Sonntag, 9/11, der 15. Jahrestag, wird es halt keine großartige Berichterstattung geben, also sprich kein Dercho TV Spezial oder so. Und am 13., am 12. September wird es wieder reguläre Videos geben, also geht mit Let's Play Pokémon los, dann Gameboy Time am Mittwoch, also dann gibt es dann wieder, am 14. September gibt es dann wieder einen App-Check und so weiter. Am 15. September gibt es dann wieder Thema. Ja, also es wird selbst nicht mal zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, die heute an diesem 4. September stattfindet, nicht mal eine Wahlnachlese geben. Dafür haben wir unseren Wahlticker, da möchte ich gerne darauf hinweisen, auf derchotv.de. Er ist bestückt mit Zahlen, mit wichtigen Meldungen und natürlich auch mit Links zu den Videos. Die werde ich natürlich verlinken und auch Quellenangaben geben. Also da müsst ihr euch natürlich dann halt auch irgendwie nicht wundern, warum ist der Formel 1-Zettel hier vorne? Ja, dann muss ich das so machen. Und sonst sei es halt natürlich gesagt, werdet ihr mich dann wahrscheinlich etwas frischer und auch etwas mit kürzeren Haaren erleben, denn ich muss auch mal zum Friseur. Je nachdem, wie ich das Ganze dann natürlich hier aushalte. Also sprich, es geht mit den Videos natürlich weiter. Ist klar, ich brauche halt nur meine Ruhe, weil das alles alleine zu stemmen ist auch schon ein bisschen Arbeit und es geht auch ein bisschen an die Nerven und man braucht halt nach einer gewissen Zeit immer Ruhe und ich kann nicht alle 2 Wochen immer wieder sagen, es fällt mal aus, weil ich meine Ruhe brauche. Es muss halt mal auch eine komplette Woche sein und sowieso gesehen wird dann die nächste Pause eh dann erst in 3 Monaten sein, wenn Weihnachten ist. Also da muss man nicht so viel sagen. Derweil vielen Dank dann auch fürs Zuschauen. Weitere News natürlich wie immer auf derchotv.de und natürlich gibt es uns auch auf Facebook, auf Twitter. Natürlich gibt es auch unsere Live-Play-Session, unsere Live-Soccer-Session auf twitch.tv/derchotvgames. Möchte ich auch gerne darauf hinweisen. Und die nächste Ausgabe von Update Sport gibt es dann in 14 Tagen wieder am 18. September. Und somit wird es auch die nächste Ausgabe von Update auch erst am 16. September geben. Und wie ich schon sage, ich weise darauf hin, www.derchotv.de. Bis dahin, alles Gute und wir sehen uns dann in knapp 2 Wochen wieder. Oder in einer Woche, je nachdem. Tschüss.